Ja, wir haben ja eben gerade Strecken der Länge Wurzel n konstruiert. Über diese schöne Konstruktion, die wir hier sehen, die Schnecke des Pythagoras, da kann man jede beliebige Streckenlänge, die eine Wurzellänge hat, ne, konstruieren. Wurzel 2, 3, 5, 100, Wurzel aus 197, Wurzel aus irgendwas. Aber es dauert. Wenn ich jetzt Wurzel aus 191 konstruieren möchte, die Strecke der Länge Wurzel aus 191, dann muss ich erst alle Strecken der Länge Wurzel 2 bis Wurzel 190 konstruieren, nacheinander. Und das ist umständlich. Das ist aufwendig, ne? Und deswegen wollen wir jetzt mal schauen, ob es da nicht einen einfacheren Weg gibt. Und ich gebe euch mal einen Hint. Wir gehen mal jetzt hier in dem Konstruktionsblatt auf einen anderen Bereich hinein. Gehen wir mal hier runter. So, weg damit. Kennt jemand den Höhensatz des Pythagoras? Ich konstruiere mal ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist noch ohne Zirkel und Lineal, einfach nur, um ein rechtwinkliges Dreieck zu haben, ne? So, ich will jetzt kein allgemeines, ich will jetzt kein gleichseitiges Dreieck, hier kein gleichschenkliges Dreieck haben, ne? Ich konstruiere mal eine Strecke, die ein bisschen länger ist als dieser zweite Punkt. So. Okay. Ich lasse die Gerade verschwinden. Den Punkt hier verschwinden. So, jetzt haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, ne? So, kennt jemand von euch den Höhensatz des Pythagoras? So kommt die Frage, ob ich auch Videos zur höheren Mathematik für Ingenieure mache. Also ich mache in der Regel Videos zu Inhalten, die man im Lehramtsstudium Mathematik braucht. Und es kann sein, dass es da Schnittbereiche gibt, Schnittmengen, aber ich mache jetzt zum Beispiel nichts zu Fourier-Analysen oder sowas, ne, weil das brauchen wir im Lehramt nicht. Also in unseren Lehramtsstudiengängen nicht. Grundschule, Sekundarstufe 1, Sonderpädagogik. Aber andere Dinge schon, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr auch sowas wie Algebra macht, Strukturalgebra, da mache ich schon auch mal Videos zu. Okay. Ja, Höhensatz des Pythagoras, das wollte man so mal überlegen, ne? Wir brauchen erstmal die Höhe im Dreieck. Ich konstruiere mir eine senkrechte Gerade. Jetzt immer noch, wir sind nicht bei Zirkel und Lineal, sondern ich will einfach nur mal die Idee erstmal haben, ne? So. Ich schneide die beiden Objekte hier, lasse die Gerade verschwinden. Ich brauche nämlich nur die Höhe und die Höhe ist eine Strecke. So, diese Strecke hier. Und die haben Namen. Die Höhe nenne ich mal H. Und jetzt gibt es noch Streckenabschnitte hier unten. Die Höhe teilt die Hypotenuse in zwei Streckenabschnitte, P und Q. So, kramt mal in eurem Gedächtnis. Kennt jemand den Höhensatz des Pythagoras? Welche Gleichung gilt denn hier mit H, P und Q? Weiß das jemand? Ja, Admiral Wurst, sehr schön, genau. H Quadrat gleich P mal Q. Schreib es mal dir hin. H Quadrat gleich P. Hier in LaTeX ist das Mal, dieses Malpünktchen, ne? C Dot, Center Dot, Center Dot, glaube ich, oder so. Und jetzt mal Q. Okay, so haben wir hier.
H² gleich P mal Q. Hat jetzt jemand eine Idee, wie wir Wurzel aus 17 konstruieren können? Oder Wurzel aus, keine Ahnung, 5, Wurzel aus 7? Mit diesem Bild im Hintergrund. Habt das mal im Mind hier, dieses Bild. Wie kann man jetzt Wurzel aus irgendeiner Zahl konstruieren? Ah, super, Admiral Wurst, genau. P wird 1 gesetzt. Also wenn P die Länge 1 hat und Q n, dann ist ja H² gleich 1 mal n, also H² gleich n. Und demnach ist H gleich Wurzel n. Ja, also wenn man die Gleichung hier sehr schön anders hinschreibt, wenn man mal die Wurzel zieht aus beiden Seiten, H ist gleich Wurzel aus P mal Q. Ja, Square Root P centered dot Q. Ja, das müsste stimmen. H ist die Wurzel aus P mal Q. So, wenn wir also hinbekommen, dass P mal Q unsere gesuchte Zahl ist, unsere Zahl ist, von der wir die Wurzel haben wollen. Ja, wenn also P mal Q die Zahl ist, aus der wir die Wurzel ziehen wollen. Also 7 zum Beispiel, wenn wir Wurzel 7 konstruieren wollen, dann hat H die Länge Wurzel 7. Oder die Länge eben dieser Zahl. So, und jetzt müssen wir gucken, also P mal Q muss unsere Zahl ergeben. Wenn wir jetzt eine Primzahl haben, wie 7 beispielsweise, dann können wir, wie Admiral Wurst gerade vorgeschlagen hat, P gleich 1 wählen, Q gleich 7. Ne? P mal Q ist 7, H ist Wurzel aus 7. Wenn wir jetzt keine Primzahl haben, also 6 beispielsweise, dann können wir natürlich auch P gleich 2 wählen und Q gleich 3. 2 mal 3 ist 6, H ist Wurzel 6. Dann können wir jede dieser Wurzeln konstruieren, die wir haben wollen. Ja, vielen herzlichen Dank für das Lob und Gruß an die Uni Trier zurück. Uni Trier ist auch eine schöne Uni. Okay, schöne Stadt überhaupt, Trier. Weiß nicht, ob ihr schon mal in Trier wart. Wer war schon mal in Trier? Ja, wir wollen jetzt aber das Ganze mit Zirkel und Lineal konstruieren. Ne? Das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja sagen, hey, das kann man mit Zirkel und Lineal machen. Nur mit Zirkel und Lineal. Und zur Erinnerung, Zirkel ist klar, Lineal hat keine Markierung, wir haben keine Längen, die wir abtragen können. Es ist einfach nur ein Stock ohne Striche drauf, ne? Also ohne Skala. Wir können einfach nur eine Gerade ziehen oder eine Strecke ziehen. Und dann machen wir das doch jetzt mal. Und wir haben eine Strecke der Länge 1. Die ist gegeben, hier 1. Ne? Die konstruiere ich mal hier hin. Diese Strecke hat die Länge 1. Vielleicht machen wir es jetzt mal nicht so, dass es nicht so umfangreich wird. Wir konstruieren uns mal Wurzel 5. Okay? Und lass uns Wurzel 3 machen. Also sonst wird es ja etwas umständlich. Aber lass uns mal Wurzel 3 machen. Also, was müssen wir als erstes konstruieren, wenn wir Wurzel 3 haben wollen? Wir haben jetzt die 1 hier. Und wenn wir jetzt nach dem Bild rechts gehen möchten, was sollten wir als nächstes machen? Wer hat eine Idee? Wie gefällt euch eigentlich mein neuer Hintergrund hier, der orangen Hintergrund? Mir gefällt er sehr gut.
So, bislang hatten wir keinen Lag mehr gehabt, oder? Sehr gut. Also, wo sind eure Ideen? Naja, wir wollen Wurzel 3 konstruieren. Das heißt, wir brauchen PS1, also muss Q3 sein, oder? Einmal 3, das wollen wir haben. Wir wollen also jetzt hier eine Strecke der Länge 3 an die Strecke der Länge 1 ran konstruieren. Wie machen wir das? Wir ziehen erstmal einen langen geraden Strich. Wir ziehen die Gerade dadurch, ne? So, und wenn wir jetzt nur Zirkel und Lineal haben, ja, sehr schön, Admiral, Wurst, das Maß 1 wird n mal nach rechts abgetragen, und zwar mit dem Zirkel, ne? Ich kann jetzt hier einstechen in diesen Punkt und habe die Länge 1 hier rechts dran konstruiert, ne? Das ist auch die Länge 1. Und das mache ich jetzt ständig mit dem Zirkel. Ne? Kann ich jetzt jedes Mal hier so einen schönen Kreis konstruieren. Und habe jetzt nochmal eine Länge 1. Und das Ganze mache ich gleich nochmal. Aber erstmal brauche ich einen Schnittpunkt des Kreises mit der Geraden. Nochmal einen Kreis konstruieren. Und schon habe ich eine Strecke der Länge 3 dran konstruiert. Ne? Also, diese Strecke der Länge 1. Diese Strecke hat die Länge 1. So, die ganzen Kreise brauchen wir nicht mehr. Die blenden wir aus. Oh Mist. Ah, ich habe vergessen, einen Schnittpunkt noch. Den einen Schnittpunkt, den müssen wir uns noch gönnen. Sonst verlieren wir die letzte Strecke der Länge 1. Aber jetzt können wir die ganzen Objekte verschwinden lassen. So, oder? Ja, jetzt haben wir hier die Länge 1, dort die Länge 3. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt ein rechtwinkliges Dreieck über dieser Gesamtstrecke der Länge 4. Wie kriegen wir das hin? Ein rechtwinkliges Dreieck. Vielleicht fällt euch dazu ein Satz oder eine Konstruktion ein noch. Was muss man da machen? Wer hat eine Idee? Ja, Thales von Milet, genau das war der entsprechende Philosoph damals, der Satz von Thales. Der Satz von Thales besagt, was? Der besagt, dass ein Dreieck, das von einem Halbkreis umschrieben ist, ein rechtwinkliges ist. Rechter Winkel im Halbkreis, genau. Ja. Wir brauchen jetzt hier über, ich benenne mal diesen Punkt, I1, aha, okay, ah, nee, wir sind schon, haben so viele Punkte schon konstruiert hier, J1, I1 und J1, okay, also nehmen wir die Punkte E und J, ne? Wenn eine Dreiecksseite Durchmesser vom Kreis ist, ist das Dreieck genau dann rechtwinklig, wenn der dritte Punkt auch auf der Kreislinie liegt. Ah ja, genau. Also unterschiedliche Formulierungen, genau. Wir brauchen jetzt einen Halbkreis, also einen Halbkreis hier, der durch E1 und J1 geht. Den kriegen wir natürlich ganz einfach hin. Wir haben schon den Mittelpunkt, Gott sei Dank, weil wir jetzt die Länge der Wurzel, wenn wir die
Weil wir jetzt insgesamt eine gerade Anzahl an Einserstrecken haben, haben wir den Mittelpunkt gegeben. Ansonsten müssten wir uns den Mittelpunkt nochmal konstruieren über die Mittelsenkrechte und so. Naja, gut, brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht, an dem Fall. Also können wir hier einfach den Kreis ziehen. So. Und jetzt brauchen wir nur noch die Höhe. Und zwar die Höhe, die liegt natürlich am Punkt D an. Die Höhe muss ja jetzt hier anliegen. Jetzt brauchen wir eigentlich hier die Höhe nach oben. Ja? Dann haben wir nämlich hier links die Strecke P gleich 1, rechts die Strecke P gleich Q und dann hätte die Höhe die Länge Wurzel 3. Also müssen wir jetzt nur die Senkrechte hier konstruieren. Das kriegen wir natürlich auch sehr gut hin, wieder mit der Mittelsenkrechten. Also, ich konstruiere hier zwei Kreise herum mit demselben Radius. Ah, das ist zufällig jetzt auch der Kreis, den wir schon konstruiert hatten. Okay, super, dann nehmen wir doch den. Also, zwei Kreise um E und J war das hier, glaube ich, mit demselben Radius, damit wir die Mittelsenkrechte konstruieren können. Und dann haben wir auch schon die Höhe. Ja. Wir brauchen das rechtwinklige Dreieck gar nicht fertig konstruieren. Können wir natürlich machen. Ah, schönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Ja, wir können die so. Das könnten wir natürlich machen. Jetzt könnten wir das rechtwinklige Dreieck hier reinkonstruieren. Ich lasse mal die Kreise verschwinden. Ich muss eine Strecke konstruieren, sonst wenn ich die gerade verschwinden lasse, dann ist da gar nichts mehr zu sehen. So, okay. Wunderbar, wir haben die Höhe konstruiert. Wir bräuchten natürlich jetzt die Dreieckskatheten nicht mehr. Die Katheten brauchen wir nicht, aber weil es halt schöner ist, habe ich es mal wieder eingezeichnet. Und jetzt wissen wir nach dem Höhensatz Square Root 3, diese Strecke hier hat die Länge Wurzel 3. So, und jetzt könnt ihr natürlich hier beliebig viele Strecken der Länge 1 rechts ran konstruieren. Das war das, was der Admiral vorhin vorgeschlagen hatte. Und dann, wenn ihr hier n Strecken der Länge 1 ran konstruiert und dann auch wieder das rechtwinklige Dreieck über der Gesamtstrecke konstruiert, habt ihr hier immer die Länge Wurzel n. Wunderbar. So kann man es sofort machen. Ne? So kommt man sofort auf die entsprechenden Streckenlängen. Und es gab keinen Lag mehr. Super. Ich glaube, danke für eure Tipps. Das scheint funktioniert zu haben, die Bitrate hochzuschrauben. Na, gucken wir mal. Ja, gibt es von eurer Seite noch Fragen zu dieser Konstruktion?